Den Set lade ich jetzt gerade, oder? So, was haben wir hier? Hallo. Lily, I think there's something in the dark. Shh, someone's coming. Hello? Anyone there? Bloody hell. Sorry. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Aha. Okay, Taschenlampe. Lassen wir aber liegen, ist interessant. Also hier hat er offensichtlich jemand fallen lassen, ne? Das haben wir ja auch in dem Audio jetzt gehört. Lass mein Kerzchen mal ein bisschen näher ranziehen hier. Irgendwas ist im Dunkeln, hat es jetzt auch gerade geheißen. Aha. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Ich will mich erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Wobei ich bezweifle, dass jetzt hier noch großartig was ist. Was? Was? Schon das? Was soll denn das? Muss mich ärgern? Vielleicht sollte ich gehen. Ah ja, guck mal. Ratten. Was? Schon wieder. Ich will allerdings auch nicht wirklich weg, weil ich will ja hier gucken, ob hier vielleicht noch was rumliegt. Auf der anderen Seite will ich es aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen. So, jetzt habe ich einen Konflikt. Was mache ich jetzt? Wie in meinem Leben dem Konflikt aus dem Weg gehen. So. Speichert wieder. Da ist wieder jemand etwas. So. Kommt das auf mich zu? Ach so. Ist ja cool. Alles klar. Alles klar. Ist das jetzt tatsächlich? Muss ich jetzt? Kann ich das tatsächlich erwischen? Close the door. What? Das Rad der Zeit hält niemand auf. Weiter? Ja? Nee, oder? Unmooring Act 1. Okay. Also, möglicherweise muss ich flüchten. Also, ich muss definitiv flüchten. Close the door, sagt mir der Bube. Das heißt ja so viel wie, mach die Tür zu. Das ist natürlich die Frage. Close the door.
Thema erledigt? Oder was? So einfach? Vielleicht muss ich den Hammer nehmen. This bottle do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Ja, aber... Das sieht ja ein Stress aus. Hier, jetzt. Ja, der Tod muss wunderschön sein. Kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Was mache ich jetzt hier? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, wo es jetzt weitergeht. Act 1. The Unmooring. Ich weiß nicht, was das heißt, leider, ehrlich gesagt. Aber vielleicht weiß es ja jemand von euch. Gerne diese Frage beantworten. Ach so. Ja. Also ich bin ja. So was hat man jetzt im ersten Layer so viel ja nicht gehabt, so hier mit Wegrennen und so. Jesus Gott. Das läuft ja hier. Das läuft. Kein Plan, wo lang? Oder so? Jetzt bin ich gleich wieder tot. Wenn ich bin, ist der Tod nicht. Wenn der Tod ist, bin ich nicht. Ja. Ist auch tiefsinnig, offensichtlich. Der Unmooring. Immer noch. Ich weiß nicht mal, ob man das so ausspricht, ehrlich gesagt. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen muss. Das ist ein bisschen stressig gerade und dann weiß ja auch nicht immer gleich, wo du hin musst. Aber was willst du machen? Vielleicht ist es auch generell gar keine schlechte Idee, die Türen wieder hinter sich zu schließen, sofern man dazu kommt. Ja? Ja? Ich mach das zu. Ich hab keine Ahnung. Eieiei. Ach, das ist mir alles zu stressig. Das ist ja nicht schön gerade, Leute. Muss man ja auch mal ernsthaft. Also, das muss man auch mal zur Sprache bringen. Das. Vielleicht muss ich auch einfach hier reinrennen, dann ist gut, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Einfach nur hier. Zack. Na komm schon. The door behind you. Aha. The Hunt. Die Jagd. Ja, das kam mir tatsächlich wie eine solche vor. Habe ich jetzt gewonnen? Ja, das war tatsächlich ein bisschen aufregend jetzt. Ne? Heieiei. Kommt er wieder? Ich hoffe nicht. War ein bisschen nervig jetzt schon, ne? Okay. Moment. Bevor wir da jetzt entlang gehen, diesen schmalen Gang, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Okay. Dann tun wir das jetzt. Kommt jetzt wieder der Tod? Act 2, The Hunt. Aha. Wir sind jetzt in Act 2. Die Jagd.
Ich dachte, das wäre jetzt gerade eben schon eine Viertelstunde lang gewesen, gefühlt. Werde ich jetzt öfter verfolgt, weil dieser Akt The Hunt heißt, die Jagd? Moment. Ach, sei es drum. Das möchte ich natürlich nicht, dass hier. Was? Was war denn das? Unten rechts stand was? Das mit dem Wasser aufdrehen, das hatten wir glaube ich schon. Das müssen wir ja nicht machen. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. Was? Scheinen wir wieder am Anfang zu sein. Also zumindest mal in dem Raum, in dem wir gestartet sind, so ziemlich. Okay. Aha. Aha. Setz dir die Maske auf. Was? Okay, das ist das Wort Charakter, bloß verdreht. Zeige dein wahres Gesicht. Richard. Und da steht, also sollte Charakter stehen, also da setzt die Maske auf. Welche Maske denn? Setze die Maske auf. Muss ich jetzt erstmal finden, die Maske, oder? Sehe ich das richtig? Setze die Maske auf? Zeige dein wahres Gesicht. Ist das jetzt auch eine Entscheidung, die man hier jetzt mehr oder weniger trifft für das restliche Spiel, dass man sagt, okay, ich zeige jetzt das wahre Gesicht oder aber ich setze eine Maske auf. Maske aufsetzen im Sinne von ich schauspielere weiter. Weiß ich nicht genau. Also ich weiß wirklich nicht genau, was die jetzt in dem Moment von mir wollen hier. Vor allem sehe ich auch keine Maske. So wirklich. Jetzt gucken wir mal, vielleicht finde ich noch eine. Recording, Aufnahme, okay. Das ist Bart wieder. Ja, komm, lass. You run? But do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. Ich verstehe. Also, so wie es aussieht, sollte ich da nicht raus. Das ist eigentlich ganz einfach. Na gut. Freunde. Also da nicht raus zu Recording. Vielleicht sollte ich erst die Maske aufsetzen, bevor ich da rausgehe. Setze die Maske auf.
Zeige dein wahres Gesicht. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Zeige dein wahres Gesicht. Ich, mach das wieder rein. Jetzt wieder raus. Aha, mehrere Bilder. Ah, ich finde Dias. Ja genau, das war vorher nicht, also das war vorher keine kleine Schiefertafel, die ich da gefunden habe, wofür ich es gehalten habe, sondern man findet Dias tatsächlich. Es ist aber leider so, dass ich wahrscheinlich schon eins oder zwei habe liegen lassen, so wie es aussieht. Also zumindest eins, glaube ich. Also wenn die Reihenfolge stimmt, wenn man in der Reihenfolge, wie es hier drin liegt, welche findet. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man sich alle Dias anschaut, wenn man sie alle mal hat, dann ergibt das im Großen und Ganzen wahrscheinlich sogar Sinn, wenn man sich das Ganze dann durchgehend da anguckt nacheinander. Okay. Aber wie gesagt, so wie das aussieht, habe ich da schon eins liegen lassen irgendwo. Was haben wir hier nochmal? Also da bin ich ja vorher auch davon ausgegangen, dass man hier eventuell was irgendwas reinstecken muss, reinstellen. Hier muss man eventuell nachher ein Buch hinlegen, wenn man eins hat. Da gucke ich jetzt mal raus. Vielleicht hat sich ja... Oh mein Gott, jetzt hat sich da was entwickelt. Ne, jetzt ist da Seegang. Ist ja fetzig, ne? Da ist eine... Boje? Schiffchen? Bötchen? Rettungsboot? Weiß ich nicht. Und ist was weg. Interessant. Hätte man jetzt auch nicht sehen müssen, ne? Also, hätte ich jetzt auch übersehen können. Weil sie... Ach, hallo, jetzt liegst du hier. Ist es wahr? Kann ich mit dir was machen? Nee, natürlich nicht. Ist wieder irgendwas anders hier? Nö. Echt interessant. Ich kann es jetzt bloß eben nicht nehmen oder sonst was, keine Ahnung. Jetzt gucke ich mal hier drin, ob ich eine Maske finde. Setz die Maske auf, hat es ja geheißen. Maske aufsetzen. Ui. So eine Maske da? Oder wie? Weiß nicht genau. Vielleicht muss ich auch so in dem Sinne keine Maske aufsetzen, sondern eher nur hier das nächste Band abspielen. Eins wurde hier offensichtlich schon abgespielt, ne? Das war jetzt Akt 1. Das heißt, jetzt werden wir rein theoretisch dann bei Akt 2. Ne? Die Jagd. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the claim his prize. Okay, Klauen und sowas, davon wird gesprochen. Act 2, The Hunt, die Jagd, zweiter Akt. Wie viele Akte gibt's denn? Ich schätze mal 3, 4 oder so.
Ne? Wie lange sind wir dran? Also 2,5 Stunden jetzt etwa. Bisschen weniger, weil ich habe ja zwischendurch noch andere Sachen gemacht. So mit. In öffentlichen. In sozialen Netzwerken geteilt, meine ich, und so weiter. Vorher war. Ah, Moment. Vorher war das nur ein Torso, ne? Jetzt haben wir ein linkes Bein dran. Das rechte Bein dran. 2, 3, 4, 5. Ich denke, es gibt 5 Akte. Das wird eventuell sogar in einem Stream jetzt gar nicht machbar sein, zeitlich. Es sei denn, das geht jetzt alles ruckzuck plötzlich. Da muss ich eventuell noch einen zweiten Streamer machen, wenn nicht sogar einen dritten. Oder ich mache heute richtig lange. Aber ich bin ehrlich gesagt auch schon ein bisschen müde. Weil ich komme ja in ein Alter jetzt langsam, da ist man dann auch öfter müde. Länger. Alles klar, was ist denn das jetzt hier oben für eine Geschichte? Damit im ganzen Schatten ist das richtig? Sieht auch ein bisschen aus wie verbrannt. Oha. Maske. Das ist auch so eine Art Maske. Da hat irgendjemand drauf gemacht. Also, keine Ahnung. Haben wir vorher schon gesehen, das Ding. Auf jeden Fall hat es ja vorher mal geheißen, ich soll eine Maske aufsetzen. Bis jetzt habe ich ja noch keine Maske gefunden, die ich aufsetzen könnte. Was haben wir da? Yeah. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Ja. Nö, nicht wirklich, ne? Also wenn das das Bild ist. Okay, also hier ist auch keine Maske jetzt irgendwie sichtbar. Bringt das was, wenn ich das nochmal angucke? Kann ich das irgendwie noch so drehen, wenden, zirkulieren lassen? Nö. Bringt alles nichts. Was? Sieh schon wieder. Aha. Ist cool. Ich nehm's nochmal. Es war rückwärts. Auf jeden Fall rückwärts irgendwas abgespielt. Naja, ich geh halt. Bringt ja nix. Da geht es lang, okay. Trotzdem nochmal die andere Seite checken. Ja, ist klar. Schiffchen. Nach wie vor. Die ist zu. Ist hier noch irgendwas? Oh, ein Zylinder. Na gut, lassen wir uns überraschen. Hier ist jetzt irgendwas am Boden. Das könnten blutige Fußabdrücke sein. Sind es wahrscheinlich sogar. Oh oh. Gleich ist wieder was mit Verfolgung, glaube ich. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Nee, ich habe meine Maske auf. Ja, schade. Ja, gibt's nur kein Autogramm heute. Da will ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Dann gehe ich dahin, wo ich nicht hin will. Weil ich muss. Ach, sie schon wieder. Naja. Ach du Scheiße. Okay. Das Rad der Zeit hält niemand auf. Oh je. Na gut,
Vielleicht machen wir auch nichts mit der Tür. War das richtig, in diesen Aufzugsschacht zu springen? Scheinbar. Also es geht jedenfalls mal irgendwie weiter. Ob es jetzt ganz richtig war, weiß ich nicht. Aber ich habe keine Wahl.